Ja, hallo ihr Lieben, ich bin's, Marion von Marions Kreativland. Heute habe ich ein zusammengeschnittenes Horn und zwar wollte ich euch gerne zeigen, was ich bei Dieters kleine Schnäppchenwelt ergattert habe. Da habe ich vor längerer Zeit mal was bestellt und war sehr zufrieden und jetzt habe ich wieder ein paar Schnäppchen gesehen und habe gedacht, die nehme ich mir mal und was ich da ergattert habe, das werde ich euch gerne zeigen. Wenn ihr Lust dazu habt, dann bleibt bitte dran. Habe ich mir einmal diese Papiere bestellt. Fand ich sehr schön. Ich finde, der hat auch sehr, sehr schönes Papier. Das ist mega schön. Wild Animals, dann schon zu Weihnachten hier einmal die Söckchen, die gibt es dann in diesen Farben. Ich halte das mal so hin, dass ihr das sehen könnt. Also die Farben gibt es davon und dann sind die noch da drin. Dann sowas hübsches, helles, pastellfarbenes, auch in diesen Farben. Und dann diese Streifen, die habe ich ja schon mal gehabt. Also da habe ich natürlich auch noch einige von, aber die habe ich mir mal gleich nochmal mitgestellt. Da haben wir nochmal in dieser Farbe diese Pastelltöne. Und das ist jetzt in Blau. Das war jetzt lila. Da kann man den Unterschied gut sehen. Und in Blau. Das sind dann auch diese Motive hier unten. Finde ich immer ganz schön. Also die habe ich mir bestellt. Und dann habe ich mir eine Wundertüte. Da gab es diese Duft, Moment, ich zeige euch das. Diese Seifendüfte, weil ich mache ja auch Seife und habe eigentlich immer dieselben Düfte. Und die, das kleine Schnäppchenwelt hat die also einzeln, die Fläschchen. Und dann hat er dann 10er-Set im Angebot. Und da hat er mir dann netterweise eine Zugabe gegeben. Kleine Blümchen fand ich sehr schön. Da habe ich dann, hatte auch schön gemischt. Und dann habe ich mir einmal diesen Applikator bestellt. Ich hatte ja nur diese ganz normalen von Teddy, die runden Teile. Die sind je nachdem, was man macht, nicht so gut, weil die auch rund sind. Da habe ich gedacht, da bestelle ich mir die. Und da gibt es dann auch diese Ersatz Puschels hier unten, die habe ich mir jetzt nicht bestellt, weil hier sind ja zwei dabei, also ein Ersatz habe ich mir auch bestellt. Und dann fand ich so schön, da haben die, da kann man so Teelichter davon machen. Ich weiß noch nicht, ob ich Teelichter davon mache, das ist also so stabile, wie so eine Windradfolie. Und ich weiß nicht, ob ich da wirklich Teelichter von mache oder das zweckentfremde. Aber die fand ich so schön, genauso wie dieses Set. Und dann habe ich mal gewagt, eine 5 Euro Überraschungstüte, so eine Wundertüte. Und da zeige ich euch jetzt, was da drin ist. Also 5 Euro, das mischt der Dieter dann selber. Also da in Dieters Schnäppchenwelt und also da sind dann einmal diese Stempel mit bei, schon für den Herbst, kleine Igelchen, die sind ja mal wirklich richtig niedlich. Dann eine Stanzschablone, Embossing-Folder mit kleinen Handschüchen, schaut mal, die sind da echt süß, ne? Dann Perlchen zum Aufziehen. Dann diese Glitzerteile. In so einer Größe habe ich die, glaube ich, noch nicht. Aber wunderschön. Dann hier einmal kleine Herze für Schmuckverarbeitung. Sehr schön. Dann haben wir hier auch Perlen. Herzperlen zum Aufziehen. Richtig, richtig tolle, schwere. Wunderbar, wunderschön. Dann einmal dieses Band.
Knöpfe, Blümchenknöpfe, als wenn er es geahnt hat, dass ich Blümchenknöpfe gerne hätte. Dann diese Brands in rosa Herze. Dann Verschlüsse für Kette. Einmal ein Klebeband, also Schaumstoffklebeband, dass man das ein bisschen 3D macht. Dann selbstklebende Glanzbilder. Vögelchen jetzt für den Herbst, sehr schön. Ach, hier ist nochmal, das war dann auch drin. Es ist schön, dass das jetzt ein anderes Motiv ist, auch sehr schön für Weihnachten. Und nochmal ein Stanzbogen mit ganz, ganz tollen Motiven, Leute. Und das muss ich euch sagen, für 5 Euro, wunderbar. Das mache ich also immer, immer wieder. Wenn ich bei dem bestelle, werde ich mir immer so eine Wundertüte. Da gibt es auch für 10 Euro Wundertüten. Und da steht dann auch immer, ob es Bastelsachen sind. Was das ist, das zeigen sie nicht. Aber ist jetzt das zweite Mal, dass ich wunderschöne Sachen, und ich habe auch bei anderen Videos schon gesehen, dass die alle immer ganz tolle Sachen bekommen. Dann finde ich immer ganz schön bei dieser Schnäppchenwelt, da bestelle ich mir immer diese großen Bögen hier. Das ist richtiges Cardstock, richtig feste, zweiseitig. Da habe ich mir einmal diese Babyherzchen. Wollte ich gerne Karten von machen, genau wie die. Ich habe nur die Mädels vergessen. Ich weiß nicht warum. Entweder waren die ausverkauft oder ich habe es vergessen. Für die Mädels habe ich dann nur diese Runden, wo man auch wunderbar Karten von machen kann oder Geschenkanhänger. Also die bestelle ich mir auch immer jedes Mal mit, weil ich die einfach wunderbar zum Karten machen finde. So, und dann zu guter Letzt habe ich mir noch diese Cards hier bestellt. Das ist einmal so floral. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Es ist dann auch so ein Pack. 16 Sheets sind da drin. Und auch schön. Richtig, richtig toll zum Karten gestalten, so wie das hier abgebildet ist. Ja, das war's von Dieters kleine Schnäppchenwelt, wo ich, wie gesagt, immer mit zufrieden bin und da auch immer wieder bestellen werde. Und wenn gleich im Anschluss an dieses Video, dann zeige ich euch, was ich die Woche über gebastelt habe, was ich ja auch im letzten Video schon erwähnt habe, dieses Dreier-Set für Baby. Und dann habe ich noch ein kleines Teebüchlein gebastelt. Lasst euch überraschen, wenn ihr Lust habt. Bleibt einfach dran und schaut euch meine gestalteten Sachen an. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich immer über Daumen hoch. Neue Abonnenten, über meine alten freue ich mich riesig. Die grüße ich alle ganz, ganz, ganz lieb. Und bis dann, eure Marion von Marions Kreativland. Ja, hallo ihr Lieben, hier ist Marion von Marions Kreativland. Ich habe für euch einen kleinen Haul mitgebracht. Und zwar wollte ich euch gerne das zeigen, was ich die Tage über gebastelt habe. Und zwar einmal dieses Dreier-Set, was ich in einem Video erwähnt habe. Das ist einmal dieses Würfelset. Das kann man öffnen. Da ist zum Beispiel jetzt ein Schnuller drin. Für die kleine Maus. Dann eine Schnullerkette mit Namen, kann man natürlich individuell befüllen, so war es gedacht. Einmal dieses Beißteil und im letzten ist gar nichts drin. Da bin ich noch am Überlegen, was ich da reinmache, ob ich da ein paar Säckchen reinmache oder ob da das Geld reinkommt. Dann habe ich passend dazu, also der Cardstock ist von Action, das Papier, die Blöcke sind entweder Action oder Teddy. Dann diese kleinen Teile, ja, das hole ich immer mal da, das gibt es beim Teddy, das gibt es beim Action, das wisst ihr ja selber. Und dann habe ich passend dazu eine
Karte gestaltet. Also da habe ich zugesehen, dass ich alle Motivblöcke hier dann nochmal verarbeite. Ein bisschen mit den Glitzersteinen verschönert habe ich die Karte. Und noch dazu kleine Geschenkhänger. Da habe ich extra zwei gemacht, weil ich nicht weiß, ob man beide hinhängen möchte. Dann habe ich mir gedacht, vielleicht kann man dann hier den Namen noch reinschreiben. Ich bin nur nicht so geübt, ihn so klein zu schreiben. Deshalb habe ich es erstmal gelassen. Das kann man dann schön noch ans Geschenk hängen. So, das habe ich erstmal für meine Bekannte gemacht, für die kleine Maus. Und dann habe ich noch für eine gute Freundin, die wollte ich morgen besuchen, da habe ich hier dieses Teebüchlein gebastelt. Habe das extra neutral gehalten, weil ich dachte, sie ist nicht so für bunt. Und deshalb habe ich das in diesen Farben gemacht. Habe dann mit Tee befüllt. Ich habe diesmal auch verschiedene Cardstocks genommen, weil ich dachte, jetzt so einfarbig wollte ich jetzt nicht unbedingt. Und deshalb habe ich geguckt, was da so passt in Schwarz-Weiß. Das Bändchen hier ist auch vom Action. Und die passende Schleife dazu. Und so schenke ich ihr das morgen. Ja, meine Lieben, das war es eigentlich schon. Das wollte ich euch nur zeigen, dass ich auch fleißig war und nicht nur Action kaufen gehe, sondern auch ein bisschen was bastel. Und wenn euch mein Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Nette Kommentare lese ich, wie ihr wisst, immer gerne. Das lest ihr ja sicherlich auch. Es dauert nicht mehr lange, dann habe ich meine 300 voll und da wollte ich ja mein erstes Gewinnspiel machen und freue mich mega darauf und bin schon am gucken, was ich dafür nehme. Ich fahre die Woche nochmal zum Action, dass ich da noch was kaufe für euch. Ja, wie gesagt, ich freue mich über neue Abonnenten, dass die 300 voll werden und dann natürlich immer mehr. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag, eure Marion von Marions Kreativland. Tschüss!